Hallo Leute, hier ist eure Licha und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge SSO Again. Ja, ich bin immer noch ein wenig erkältet, aber es wird von Tag zu Tag besser und auch meine Stimme. Und ja, wir machen heute bei Loretta weiter. Einmal möchte ich noch kurz was anmerken. Ich habe keinen Dritt-, Viert-, Fünft-, Zehnt-, Zwölft- Account oder wie auch immer. Ich habe nur Alicia Snowdaughter und Alicia Green Polos. Ich habe keine Verwandten, die SSO spielen. Auch meine engeren Familienkreise oder mein engerer Familienkreis hat absolut nichts mit SSO zu tun. Und das möchte ich mal wieder anmerken, weil ich heute einen sehr anstößigen Kommentar bekommen habe, wo mir Leute geschrieben haben, dass jemand etwas sehr Sexuelles wohl zu denen geschrieben hätten und getan hätte, als sei er ich. Finde ich sehr schockierend. Also, wenn ihr solche Leute seht, einfach einen Screenshot machen und direkt an den Support damit. Das ist unter aller Sau. Also, ich werde langsam echt... Ja, ich zweifle langsam wirklich an manchen Menschen, ob die wirklich gar keine Grenzen mehr kennen und... Das ist auch nicht mehr lustig. Also, es gibt nur Alicia Snowdaughter und Green Polos und niemand anders. Und niemand anders hat auch irgendwas mit SSO aus meiner Familie zu tun oder so. Und ja, jetzt kümmern wir uns einfach mal um die Quest. Loretta. Oh, ehrlich, Alicia, das hier ist die totale Katastrophe. Also, was soll ich nur machen? Ich sage nur ein Wort. Panik. Was ist denn los? Ich habe Tans Geschenk unten beim Stall vergessen. Sie kann jeden Moment hier auftauchen. Also schaffe ich es nicht mehr nach unten zu reiten und es zu holen. Wie kann ich nur das Geschenk vergessen? Also ich bin echt keine gute Freundin. Du sagst, du holst es? Echt? Also echt super lieb von dir. Also wenn du das machst, dann kannst du gerne zur Party kommen. Nur dann. Okay. Aber komm nur rechtzeitig mit dem Geschenk zurück. Machen wir. Wir lassen uns einfach abholen. Haben wir uns schon mal einen Weg gespart. Wenn sie es denn irgendwo am Stall versteckt hat und wir es nicht noch irgendwo suchen müssen. Ach, da. Ach, ist aber süß verpackt. Okay. Reite mit dem Geschenk zurück zu Loretta. Oh, die Zeit geht aber recht schnell weg, oder? Hier? Warum kommt mir das nur so vor? So. Da ist Tan. Hallo, Tan. Oh, die bewegt sich ja sogar echt. Die läuft ja echt hoch. Ach, guck mal an. Naja, gut. Wir machen nur einen Ausritt. Ahem. Nein. Bringen wir das schnell hoch. Es tut mir auch leid, dass ich immer am Anfang des Videos sowas ansprechen muss. Aber irgendwie haben das ein paar Leute immer noch nicht mitbekommen, dass ich nur Alicia Snowdaughter und Alicia Green Polos besitze und keine anderen Accounts. Und manche sind da sehr leichtgläubig und denken dann wirklich, ich sei keine Ahnung, wer es ist. Sowas dürft ihr bitte einfach nicht glauben. Ich kann es nicht oft genug leider wiederholen. So. Du hast es? Du bist echt die Beste. Also, als Dankeschön darfst du auf der Party bleiben. Dankeschön, das ist aber nett. Das ist Tan. So, ich muss absetzen. Okay, wir machen mal... Ich weiß ja nicht, ob jetzt Musik kommt. Gucken wir mal. So. Jetzt wird nämlich gefeiert. Dicke, fette Fete hier. Wuhu, alles Gute, Tan. Ha, feierst du mit uns in den Chef? Du hast mich doch eingeladen. Na klar bleibst du. Das wird die beste Party aller Zeiten. Okay. Sogar echt Musik. Hier. May, tanz gar nicht. May, tanz mal ein bisschen. Schwing deine Hüften. Solche Moves habe ich drauf. Respekt. Oh, es gibt noch Kuchen. Ja, sehr cool. Der Josh, der ist irgendwie viel größer als wir. So. Sieht doch nach einer echt schönen Party aus. Komm, wir machen mal. Wird mal direkt hier ein Thumbnail sozusagen. Okay, Loretta. Die beste Party aller Zeiten. Ja. Sieht sehr nett aus. Du musst zugeben, dass die Party echt cool war. Ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist, Tan zu erschrecken. Aber vielleicht ein bisschen. Sie sah jedenfalls super happy aus. Danke für deine Hilfe. Das Beste kommt wie immer zum Schluss. Oder auch nicht. Wir müssen hier alles aufräumen. Kannst du mir helfen? Super. Wenn du die Deko und die Kerzen aufsammelst, dann kümmere ich mich um den Rest. Ja gut, dann ist ja noch der Tisch da, ne? Ach, mein Gott, jetzt war es aber schnell. Mal die Kürbisse einpacken. Dann müssen wir die Fackeln einpacken. Ich wüsste gar nicht, wie man solche Fackeln löscht. Den nimmt man ab und schmeißt man bestimmt mit Sand irgendwie, oder? So löscht man die dann bestimmt. Auf den Boden legen und dann einfach Sand drüber schütten.
Okay, fertig, Loretta. Danke für deine Hilfe. Ohne dich hätte ich das echt nicht geschafft. Kenne doch. Als Dank für deine Hilfe habe ich was für dich. Eigentlich hätte ich die Einladung zur Party ja gereicht. Aber ich habe hier einen Reithelm, den ich sowieso nicht haben will. Ich habe ihn bekommen, als ich ein neues Paar Schuhe bestellt habe. Aber ich habe schon fast den gleichen zu Hause. Also kannst du ihn haben. Ich habe ihn unten beim Stall. Reite dorthin, dann treffen wir uns dort und ich gebe dir den Helm. Okay. So schnell ist er aber weg. Lassen wir uns einmal wieder abholen. Es ist echt praktisch, dass ich noch meinen Stall hier unten im Moorland habe. Ich muss das gar nicht irgendwie verändern oder so. Dann... So, Loretta. Bitteschön. Danke für deine Hilfe. Ich hoffe, die Party hat dir gefallen. Und wenn du genauso hübsch sein willst wie ich, dann schau doch mal in unserem Bobcat-Shop hier nebenan vorbei. Ach ja, bevor ich es vergesse, sprich mit den anderen Mädels von den Bobcats. Sie brauchen sicher deine Hilfe. Okay, das klingt vielversprechend. Wir schauen mal kurz in den Shop rein. Stallmädchen. Aha, okay. Mein Bobcats. Gut, das ist also der Bobcat-Stand. Ich guck mal nur. Rosa, braun, rosa. Ah, das ist sogar die richtige Bobcat-Jacke, oder? Ja, die richtige neue Bobcat-Jacke. Rosa, was haben wir hier? Die ist sehr schick. Die habe ich auch auf Alicia Snowdaughter. Okay. Doch, doch. Sind doch schöne Sachen. Also ich finde die jetzt nicht schlecht. So weiß, braun und auch so ein bisschen rosa. Finde ich persönlich gut. Aber wir machen direkt einmal hier weiter. Bei der Sophia. Hallo, wir haben uns auf Tanzparty gesehen. Ich heiße Sophia und du bist Alicia? Ich habe mit Loretta und Tan gesprochen und beide waren sich einig, dass du unsere neue Geländestrecke ausprobieren kannst, als Dank für deine Hilfe. Also wenn man daran denkt, dass du auf der Party warst und einen Reithelm geschenkt bekommen hast, da musst du dich echt geehrt fühlen. Oh ja, ich fühle mich mega geehrt. Ach, den Helm haben wir uns noch gar nicht angeguckt, ne? Okay, aber eine neue Strecke. Vergesst bitte nicht, wenn ihr eine neue Strecke bekommt, dass ihr die am Tag zweimal machen könnt. Also jetzt und danach kann ich die jetzt noch einmal machen. Das heißt, ich habe noch ein weiteres Rennen mit Honey Boy. Ja, ich habe mich gestern ist meine Stallhilfe abgelaufen. Da habe ich mir gedacht, kümmerst du dich später drum? Und dann habe ich es vergessen und jetzt, ja, toll. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich jetzt noch Stallhilfe kaufen soll oder ob ich erstmal sage, komm, ich fliege jeden Tag um Honey Boy. Morgen renne ich übrigens auch mal mit Marble Cake rum, weil sich das gewünscht wurde, dass ich mit Marble Cake mal wieder eine Folge machen soll. Deswegen ist morgen Marble Cake mal dran. Und ich weiß auch noch gar nicht so richtig, was wir morgen machen. Können wir ja gleich nochmal kurz gucken, denn die Folge ist auch schon wieder fast vorbei. Mein Gott, das ging jetzt aber wirklich sehr schnell hier. So. Wow, du bist echt gut. Nicht so gut wie ich. Klar, aber schon ganz gut. Sag Bescheid, wenn du es wieder versuchen willst. Die Bahn ist perfekt für Geländetraining. Dankeschön. Okay, wir kriegen hier auf 50 Ruf für die Bobcats. Das heißt, wir müssen hier wieder schön den Ruf aufbauen. Und ja, wir wollten uns den Helm noch anschauen. Ich weiß jetzt nur nicht. Grauer Meißelhelm? Ne, den hatte ich aus der Mall. Hier. Rosa Bobcat Reiterhelm mit Reiten plus 3, Springen plus 2 und Befehl plus 2. Wenn ihr den verkaufen würdet, würdet ihr 555 Jobschilling bekommen. Und ab Spiel Level 5 kann man den schon haben. Also er ist... Also ich finde, er sieht cool aus, aber er ist leider nicht Shumpy geeignet. Ist leider nicht. Schade drum. Naja gut, ihr dürft jetzt entscheiden, was wir morgen machen sollen. Wir gucken mal. Wir könnten... Na, James Schatzjagd, das ist eine lange Quest. Dafür würde ich gerne Freitag, Samstag und Sonntag haben. Das heißt, James Schatzjagd machen wir dieses Mal nicht. Also nicht dieses Wochenende. Wir könnten... Lass mich mal gucken. Am Silvergleitschloss. Linda, eine neue Ära hat begonnen. Das ist wieder eine Hauptquest. Die würde sehr lange dauern. Das heißt, wenn wir die anfangen, müssen wir James Schatzjagd noch weiter nach hinten schieben. Ich will das ein klein wenig bündig machen. Ein neues Mädchen im Stall könnte ich machen. Hilfst du mir, so helfe ich dir. Auch im Moorland bei Tan. Ein letzter Ausweg schon wieder. Stimmt, bei Jack in Janaheim haben wir letztes Mal, also was heißt letztes Mal, aber schon vor einiger Zeit aufgehört. Der möchte kein Bürgermeister. Der möchte nämlich kein Bürgermeister mehr sein. So. Und wir sollen ihm helfen, einen neuen Kandidaten zu finden. Das könnten wir auch noch machen. Also ich würde einfach sagen, ihr könnt auswählen, ob wir einen letzten Ausweg schon wieder machen in Jalaheim bei Jack, dass wir die Quest mal zu Ende machen. Wir können machen, hilfst du mir, so helfe ich dir. Oder ein neues Mädchen im Stall.
Das könnt ihr entscheiden und ich freue mich auf eure Kommentare. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bevor ich es vergesse, dieses Wochenende bin ich auf dem 4. Server und ich bin immer zu unbestimmten Zeiten online, einfach dann, wenn ich Zeit habe. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende und bis dahin, eure Licia.